Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Trade- und Investorenkonferenz. Heute sind wir zu fünft. Ein neuer Gast. Wie immer besprechen wir eure Fragen, Blick auf die Märkte. Ihr könnt durch die Timestamps gehen, je nachdem, auf welcher Plattform ihr das gerade anhört oder auch anschaut. Ja, über welche Themen wir halt reden, findet ihr dann da. Falls ihr irgendwas langweilig findet, springt einfach weiter. Wie immer, egal wer jetzt heute was sagt, es ist keine offizielle Anlageberatung und stellt keine Empfehlung für einen Kauf oder Verkauf oder was auch immer von irgendeinem Finanzprodukt da. Und weil der Frank dabei ist, wir machen auch keine offizielle Steuerberatung und schon gar keine individuelle. So, einmal müssen wir kurz jemanden begründen. Philipp, begrüßen. Philipp, grüße dich, neu in der Runde. Dich muss man eigentlich gar nicht groß vorstellen, weil wir haben eine schön lange Podcast-Folge zusammen aufgenommen, die vor ein, zwei Wochen online kam. Da wird man einfach mal kurz darauf verweisen, wer den Philipp ja ein bisschen näher kennenlernen möchte, aber mal in zwei, drei Sätzen erkläre ich, was du machst. Du hast einen großen Instagram-Kanal, bist Langfristinvestor, REITs, Einzelaktien, Optionshandel, also so der Standardweg, was ja auch, würde ich mal sagen, Standard ist ja nicht schlecht, sondern wo er am meisten bulletproof ist, ja, führst du da auch deine Follower durch. Es freut mich, dass du dabei genau bist. ja, danke für die Einladung. Ansonsten alte Nasen vorhanden, Luis, Frank und Mauro von CapTrader. Und als allererstes war gewünscht, ein Blick auf die Märkte. Also wir nehmen das am 18. auf, man weiß ja nie, was passiert in den nächsten ein, zwei Tagen. Es kommt dann am 20. online. Ja, Philipp, du hast gleich das erste Wort. Dein aktueller Blick auf die Märkte. Hast du die Hosen bald voll aufgrund der steigenden Höhe des Aktienmarktes? Was machst du? Wie ziehst du es gerade durch? Sagen wir es mal so, da ich eher in dem Marktsegment investiert bin, das nicht so wirklich profitiert, aktuell ändert sich für mich eigentlich nichts. Also es hat zwar so ein paar Einzelwerte wie Broadcom oder so irgendwas, die natürlich diesen ganzen Hype mitgemacht haben, aber die, ja, das meiste liefert brav seine Dividenden ab, so wie es geplant ist und war. Gut, kurstechnisch hat man hier und da mal wieder ein bisschen was abgegeben, aber ja, also ich bin da noch relativ entspannt tatsächlich. Jetzt großartige Bewegungen haben wir natürlich nicht gesehen. Ja. Luis, wir haben das Gefühl, seit 3 Monaten die gleiche Meinung dazu zu den Märkten, aber sag's nochmal kurz deinen Fahrplan aktuell. Ja, ich schließe mich Philipp an mit dem Zusatz, dass jetzt der Mai beispielsweise und auch der Juni sehr gute Monate auch für Stillhalter noch waren zusätzlich. Ansonsten richtig. Die Dividenden fließen zuverlässig, wobei das ja auch ein bisschen auf den Broker ankommt, kommen wir ja gleich nochmal drauf, das Thema. Und ja, tatsächlich selbst außerhalb der Tech-Blase gibt es ja so den ein oder anderen Wert, der jetzt über die letzten Monate positiv überrascht hat. Das war jetzt in meinem Fall beispielsweise die Münchner Rück, war aber auch mehr Zufall, dass ich frühzeitig auf den Wert gesetzt habe und jetzt nicht eine überlegende Auswahlmethodik. Und ja, gilt dasselbe, was wir auch letztes Mal und vorletztes Mal gesagt haben. Ja, die Strategien werden halt so weiter durchgezogen, regelkonform, prognosefrei. Und dann spielt es jetzt eigentlich eine sekundäre Rolle, die Tagesverfassung oder Wochenverfassung, welches Markt es auch immer. Mauro, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich sag mal, mein Portfolio tatsächlich, das wirklich relativ techlastig ist und ich ein großer Tech-Fan bin, ja, schon seit jeher, hat tatsächlich, ja, ich sag mal, Höhenflüge aktuell zumindest, ja. Wobei natürlich, klar, die Dividenden kommen rein. Ich habe relativ gute Einstandskurse bei diesen ganzen Tech-Werten, da ich das ja, sag ich mal, jetzt nicht erst seit gestern investiert bin in diese Titel, ja, sondern tatsächlich das als Langfristinvestment immer gesehen habe. Ja, und ansonsten tatsächlich Stillhalterprämien natürlich, die waren immer noch tatsächlich einigermaßen attraktiv aus meiner Sicht, ja. Von daher eine Prognose, wie es jetzt unbedingt weitergehen mag, ne? Wahljahre sind ja immer bekanntlich eigentlich gute Börsenjahre. Gucken wir mal, wie das tatsächlich sich dann weiterhin auswirken wird, ja. Frank, hast du überhaupt noch Aktien gerade? Wenig bis gar nicht. Ja. Nein, also man ist ja jeden Tag überrascht, wie weit es denn noch geht, aber es bestätigt einmal wieder mehr, es ist halt nichts vorhersehbar.
Und ich sehe es halt aus der wirtschaftlichen Brille, beziehungsweise was ich jetzt bei mir in der Kanzlei in der Wirtschaft oder aus der Wirtschaft so erlebe, wird halt nicht von der Börse reflektiert, was oftmals so ist. Aber trotzdem ist eine spannende Situation. Schauen wir mal, wie weit das noch geht. Ah, das ist ja auch so, warum steht denn der DAX so hoch? Ja, ich weiß gar nicht, wie viel macht der Umsatz in Deutschland der DAX, quasi die Firmen. Das ist wahrscheinlich nur ein Viertel oder sowas. Deswegen ist es Ja. ja eigentlicherweise so relativ, was im DAX egal ist, ob die Politiker jetzt die Wirtschaft da an die Wand fahren. Ich habe vorhin kam was mal meiner Spiegel-App rein, irgendeine Managerumfrage, da waren wir hinter Venezuela von der Flexibilität. Habe ich gelesen, wie rauf mir auf irgendwie auf welche Dinge reagieren. Das war mal hinter Venezuela. Fand ich auch interessant. Nur so am Rande. Ja, jetzt haben wir zwei, drei technische Dinge tatsächlich. Da vielleicht auch Wort an Broker und an Philipp und Louis, weil ich bin da gar nicht an Bilder. Nennen wir jetzt den Namen, nennen wir mal nicht. Also ein bekannter Broker hat keine Dividende ausgezahlt. Das hat ein bisschen für Panik geführt. Philipp und Louis, am besten mal ganz kurz, was der Sache war. Gibt es jetzt Entspannung oder nicht? Ich habe es immer nur so ein bisschen verfolgt. Ich selbst habe da auch kein Depot. Ehrlicherweise kenne ich auch kaum einen Kunden, der da ein Depot hat. Ich muss ein bisschen ausholen. Seit Anfang Juni etwa gab es vermehrt Meldungen, dass bei diesem Broker keine Dividenden eingetroffen sind. Also ein, zwei Tage später. Normalerweise passiert das bei dem sofort, sondern bis gestern nicht. Gab auch bei Auszahlungen und Einzahlungen, glaube ich, irgendwie immer so ein bisschen Delays. Und ja, im Prinzip hat man vermutet, dass es ein IT-Problem ist, das wurde auch offiziell so kommuniziert und seit gestern Abend, glaube ich, gab es schon die ersten Dividenden, die dann halt noch ein bisschen wieder eingetroffen sind. Ja, es gab schon mal, glaube ich, so eine Situation, dass man meinen könnte, dass Leute, die halt dann darüber direkt jemanden bei Instagram wie mir schreiben, also ich habe sehr, sehr viele Nachrichten gekriegt, dass sie auf diese Dividenden angewiesen wären. Fürs tägliche Leben oder so. Ist interessant. Aber wie gesagt, scheint ein IT-Problem gewesen zu sein. Mehr habe ich aber tatsächlich auch noch nicht mitgekriegt. Da würde ich mir aber das Leben hinterfragen, wenn ich nach einer Woche Dividendenzahlung schon finanzielle Probleme bekomme. Also, ja. Louis, du weißt, kennst dich auch bei diesem Broker, glaube ich, ein bisschen aus. Ja, ich habe schon seit Anbeginn, seit es den gibt, ein Depot dort und das führe ich auch öffentlich, gerade für diejenigen, die eben mit sehr geringen Kosten, ohne viel Aufwand auf die Schnelle mal so ein Dividendendepot aufsetzen wollen, führe ich eben als Echtgelddepot. Ehrlich gesagt, hätte ich das gar nicht mitbekommen, dass die Dividenden da verzögert eingehen, wenn es nicht durch die sozialen Medien gegangen wäre, was ich auch noch versuche auszublenden, weil ich gut, jetzt für die Community einmal im Monat da Bilanz hier. Ansonsten für mich persönlich würde ich das sowieso nur halbjährlich machen. Dann würde das ja quasi untergehen, so eine Information. Oder ich möchte schon fast sagen, Nicht-Information. Weil ganz ehrlich, ja, technische Umstellung, da kommen halt ein paar Tage verzögert, trudeln die Dividenden dann doch ein. Einen Rechtsanspruch hat man darauf. Und selbst im allerschlimmsten Fall, dass der Broker pleite gehen würde, und zwar irgendwie zwischen dem Zeitraum der Ausschüttung und der Gutschrift auf dem Konto, wäre das ja trotzdem abgedeckt, in dem Fall nicht durch die Einlagensicherung, aber eben durch durch den Schutz von Banken. Ich glaube, das ist ja dieser 20.000-Euro-Schutz, der greift da bei genau solchen Fällen. Ja, das heißt also auch bis wirklich zu einer recht satten Höhe hat man da einen Schutz. Von daher bin ich da tiefenentspannt, was das angeht. Und wie du richtig sagst, also wer jetzt irgendwie in Not gerät, weil die 5,60 € Dividende ja, ein paar Tage später kommen, da muss ich sagen, da laufen wahrscheinlich auch noch andere Sachen falsch. Und der andere Punkt ist, ja, wer wegen 5,60 € Dividende dann Aufstand macht und BaFin und hier und dort, da muss man auch sagen, also da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ja, und wenn es mir überhaupt nicht passt, dann soll ich halt muss ich halt das Konto kündigen. Dann gehe ich halt vor Ort wieder zur Deutschen Bank oder Sparkasse, mache dann ein schön teures Depot, dann noch einen persönlichen Ansprechpartner, dem ich dann auch gleich auf den Senkel gehen kann für eine Gebühr von 20 € im Monat, wenn die Dividende mal nicht pünktlich
eintrifft. Ja, aber das war jetzt ein bisschen sehr hochgekocht. Einzig interessant vielleicht in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, vor ein paar Tagen ist ein Schweizer Broker pleite gegangen. Also dem ist der Betrieb untersagt worden und ist übernommen worden vom Regulator. Und der Broker ist auch angetreten vor einigen Jahren, auch mit Niedriggebühren, wie in der Schweiz natürlich üblich, jetzt nicht null, ja, das natürlich nicht, sondern aber für Schweizer Verhältnisse sehr, sehr günstig. Das weiß ich deswegen, weil da auch einige meiner Leser, Hörer dahin gegangen sind, wegen Umgehung MiFID 2 und ähnliche Geschichten. Ja, und bei dem hat es dann auch mal so angefangen, dass dann irgendwie Dividenden verspätet kamen und dann irgendwann jetzt das komplette Aus. Aber selbst die Kunden von dem Broker sind da völlig tiefenentspannt, weil selbst die Eigenmittel, die der Broker noch hat, so groß sind, dass fast alle Ansprüche ausgeglichen werden können und für den Rest springt dann halt die entsprechende eidgenössische Einlagensicherung ein und die Wertpapiere, die lassen sich jetzt sowieso übertragen dann auf einen anderen Broker. Von daher auch alles fein. Und ja, da wurde halt viel, viel heißer gekocht, vor allem in den sozialen Medien, als jetzt gerechtfertigt war. Was, glaube ich, aber schon noch das Problem war, die so eine Stellung, ich glaube, das kam aber nur in einem Kommentar irgendwo, haben die was geschrieben. Also ja. Man hätte schon das, glaube ich, auch im Vorwegnehmen können, indem man mal eine Newsletter rausschickt und sagt, Freunde, wir haben gerade was umgestellt, keine Panik, das kommt nächste Woche. Also ich glaube, von der Kommunikation war es schon nicht gut. Das stimmt, gut. Die Kommunikation, ja. Nee, das hätte man alle schicken können. Und ich hatte auch mal geguckt, heute Morgen sind bei mir auch die verspäteten Dividenden dann eingetrudelt worden. So, jetzt muss ich natürlich das Wort an Mauro noch geben. Ja, also wir waren es nicht, wir sind nicht der Broker, ja, um den es hier geht. Ich habe es auch nur am Rande tatsächlich mitverfolgt. Ja, habe tatsächlich auch mit dem Broker jetzt großartig nichts zu tun, ja, außer dass ich es gut finde, dass er junge Leute, die bis dato noch nicht viel mit Börse zu tun hatten, an die Börse bringt, ja, oder dass zumindest viele Interessierte zur Börse bringt, ja, wenn sie dann ein bisschen mehr wollen, sind sie dann bei uns ja oftmals dann an der richtigen Adresse, ja. Aber da muss ich auch sagen, ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass der Broker tatsächlich keinerlei Dividenden mehr zahlt, ja, und bin da auch eher von was Technischem ausgegangen. Kann auch durchaus passieren, dass eine Dividende, wenn es jetzt nicht technisch ist, dass die auch mal ein, zwei, drei Tage verzögert erst auf dem Depot gut geschrieben wird. Also von daher, da hatte ich mir jetzt keine großartigen Bedenken gemacht. Hätte mich natürlich gefreut, ja, da hätten wir wahrscheinlich einen Riesenzulauf gekriegt, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass es so passieren wird tatsächlich. Ja. Ich habe auch noch eine Geschichte, ich hatte mal OHI, den REIT, das war auch schon ewig her, den habe ich von einem Broker zu einem anderen gebracht, also Übertragung gemacht und die Aktie war, glaube ich, ein Dreivierteljahr irgendwie auf irgendeinem Verrechnungskonto verschwunden. Und keiner wusste, wo die ist, aber ich habe die Dividende alles noch bekommen. Aber das war auch echt schrecklich. Also das macht auch keinen Spaß. War auch nicht ein von den besagten Brokern oder ein Mauro-Broker war es auch nicht. War eine andere Geschichte. Jo, dann nochmal was Technisches. Übrigens habe ich schon ein paar Mal gemerkt, auch die SPX, also von der Börse, Option Chain, gerade beim Null-Tage-Handel, hatte mal keine Kurse. Also das gab schon jetzt zwei, drei Mal. Und Berkshire Hathaway hat 99% verloren. Die A-Aktie habt ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen, die ja irgendwo bei 1, 2, 300 Dollar notiert hat, die ja normalerweise bei, ich weiß es gar nicht, 500.000, 600.000 oder sowas notiert. Technischer Fehler und ich habe es rausgesucht, es sind interessanterweise sogar daran welche pleite gegangen, indem sie nicht den Unterschied zwischen Limit und Market Order kennen und dann halt Market bei 100 Dollar versucht haben reinzugehen, die Order aber halt bei 600.000 ausgeführt wurde. Und diese Trades sollen rückgängig gemacht werden. Finde ich ehrlicherweise blöd, weil das ja schon, also warum sollen da alle dafür irgendwie haften oder das rückgängig gemacht werden, wenn man zu dumm dafür ist? Also verstehe ich nicht. Ja, Mauro, gerne du gleich nochmal. Was passiert sowas erstmal? Das war ja nicht ein Fehler von euch, sondern es ist ein Fehler von der Börse und ein technischer Fehler, dann wird einfach der Trade rückabgewickelt, fertig. Also diejenigen, die quasi ausgestoppt wurden deswegen oder so.
Korrekt. Also ist jetzt, kommt nicht so wahnsinnig häufig vor, kommt aber tatsächlich oder kann mal vorkommen, ne? Das war eine falsche Bepreisung letztendlich der Börse, ja. Und in solchen Fällen, kann auch noch andere Geschichten erzählen, da war es tatsächlich Fehler des Kunden oder irgendetwas, ja, dann gibt es einen sogenannten Trade Bust, ja, so nennt sich das. Die werden dann also rückabgewickelt, ja. Bei Eigenverschulden muss normalerweise der Kunde zumindest $500 dafür bezahlen. Ja, so viel kostet so eine Rückabwicklung einer getätigten Order, die, ja, sage ich mal, fehlgeleitet wurde oder irgendetwas dergleichen. Aber ja, ich sag mal, kann passieren, aber grundsätzlich finde ich es jetzt nicht schlecht, ja, weil wenn solche Fehler passieren, ja, und dann andere tatsächlich aufgrund eines technischen Fehlers pleite gehen oder in Nöte geraten, finde ich es doch gut, dass es sowas wie so ein Trade Bust eben letztendlich gibt und eine Rückabwicklung dort stattfinden kann, Aber das ja. sind ja zwei Paar Schuhe. Wenn du jetzt einen Stop bei minus 20% hattest, der wurde ausgelöst durch den technischen Fehler, kannst du natürlich nichts dafür. Aber wenn du ja versuchst, durch den technischen Fehler noch zu Zu profitieren profitieren. und dann halt nicht weißt, was eine Limit und eine Market Order ist, ist halt, also sind wirklich zwei Paar Schuhe. Ey, da hast du natürlich vollkommen recht. Ja, das eine ist natürlich dann vollends Eigenverschulden. Ja, ich wollte damit profitieren, ja, von dem Fehler, der bei anderen auftritt, ja, oder aufgetreten ist, ja. Klar, eigene Dummheit sollte normalerweise bestraft werden, trotz alledem, wenn sie dadurch jetzt, wie gesagt, bankrott sind. Also ein Bankrott wünsche ich trotzdem Ja, keinen an klar. Hals, ja, auch wenn das Bier getrieben war letztendlich, ja. Ja, auch noch eine Anmerkung, denn Busted Trade kann auch gefährlich werden, gerade im Null-Tage-Handel. Ich weiß, da die Diskussion hatten wir auch schon mal, Mauro, wenn der Trade ja quasi, man erkennt, ist ja meistens schon, oh, das ist irgendwas komisch, er wurde ausgestoppt oder vielleicht sogar am Gewinntarget, gab es auch schon mal. Und der Preis war gar nicht da, dann gibt es halt diesen Busted Trade und kriegt den vielleicht 2 Stunden später wieder eingebucht, dann aber natürlich ohne Stop-Orders. Und das kann natürlich dann schon gefährlich sein, wenn man das nicht auf dem Schirm hat. Tatsächlich kann man aber dem Ganzen keine Abhilfe schaffen, weil der wird gebastelt, wird rückabgewickelt, das Ganze, die Order oder die Position liegt dann wieder am Markt tatsächlich, ja, ohne Stop-Loss, ohne Absicherung. Also kann tatsächlich dazu führen, dass es schlecht läuft, ja. Im schlimmsten Falle mit einem großen Verlust endet, wobei, da muss ich ja dann wieder sagen, greift oftmals dann natürlich auch, ja, ich muss mal sagen, gibt es oftmals eine Beschwerde und dann muss eine gütliche Einigung gefunden werden, ne? Was ich da immer gemacht habe schon, ist, du siehst den Bust Trade, die E-Mail kommt eigentlich auch relativ schnell. Aber Ja. es kann jetzt sein, dass er irgendwie 2, 3 Stunden später, dass es eingebucht wird, dass ich denen einfach genau diese Option Long kaufe. Weil dann wird die ja Short eingebucht, dann bin ich wieder flat am Tagesende. Ja, Also das so ist ist es. noch, und die sind ja meistens dann auch nicht so teuer. Also das wäre so meine erste Abhilfe. Einfach die genau die Option dann Long holen und irgendwann kriegst du es eingebucht und dann ist man wieder Break Even. Ja, Louis, hast du Geld verdient mit Berkshire? Wurde es gefilmt bei $100? Nein, ich habe es auch ehrlich gesagt erst mitbekommen von diesem technischen Fehler, als uns hier die Agenda Ja, okay. rumgeschickt hat. Ja, live habe ich es, glaube ich, auch nicht Die Chance mitbekommen. ist leider an mir vorbeigegangen. Okay, dann machen wir mal eine Steuerfrage, die Frank sehr liebt. Atypisch stille Beteiligung bei Trading GmbHs. Also, wir haben vorher schon drüber gesprochen. Das können wir nur kurz machen und ist auch, ich würde mal schon sagen, ein bisschen ein Hype auch, das oft angewandt wird, weil man ja auf dem Papier, was ist denn, 3.500, 4.000 € Steuern sparen kann. Aber Frank, ich übergebe dir das Wort, erklär es vielleicht mal in 3 Sätzen, was es überhaupt ist und warum man vielleicht nicht gleich mega on fire sein sollte, obwohl man ein paar tausend Euro Steuern sparen kann. Drei Sätze schaffe ich nicht, Alex. Erster Satz schon zu Ende. Nee, also es ist wirklich so ein meines Erachtens geführtes Hype-Thema, was auf YouTube so kommuniziert wird. Hey, hier haben wir den ultimativen Trick, du sparst immer Gewerbesteuer, 3.500, 3.000 € je nach Hebesatz. So durch die sogenannte atypisch stille Gesellschaft, wo sich jemand an der GmbH atypisch, also mit Risiko beteiligt, für einen relativ geringen Betrag, in der Regel 1 bis 4% des Stammkapitals, 250 Euro, vielleicht auch 1.000.
Und das führt dazu, dass die Gewinne der GmbH, aber auch die Verluste halt anteilig aufgeteilt werden auf den Gesellschafter und den atypischen Beteiligten, mit der Konsequenz, dass wir durch die Beteiligung eine Personengesellschaft haben, nicht mal eine Kapitalgesellschaft. Und Personengesellschaften steht ein Freibetrag bei der Gewerbesteuer von 24.500 Euro zu. Und das führt halt zu dieser Ersparnis. Aber in der Regel gibt es gar keine Ersparnis, weil die Trading GmbHs oftmals Verluste erzielen. Und bei Verlusten fällt keine Gewerbesteuer an. So, also wird da nichts gespart. Wie kommen Verluste zustande? Durch schlechten Handel, okay. Aber oftmals auch, wer Kombinationsgeschäfte bei Optionen hat, ist das Ergebnis der GmbH in der Regel schlecht, weil unrealisierte Verluste über Rückstellung, über Abschreibung dargestellt werden müssen und unrealisierte Gewinne nicht dargestellt werden in der Bilanz. Also das heißt, das Ergebnis ist buchhalterisch immer schlechter wie in der Realität. Und meist sind das Verlust GmbHs, obwohl es ja gar nicht schlecht läuft. Steuerlich Verlust GmbHs. Und deswegen, das Problem an der Sache ist, dass es halt technisch ein ja schon enormer Aufwand ist, das sauber abzuböden. Es müssen zusätzliche Steuererklärungen gemacht werden für Personengesellschaften, nicht nur für die Kapitalgesellschaften. Ja, und da gibt es zwar eine Anleitung der DATEV über drei Bestände im Programm und also relativ komplex, über, weiß nicht, 30 Seiten geht die Anleitung. Es macht nur keiner so. Und die Finanzverwaltung, ist meine Erfahrung, mag das Thema auch nicht, weil jeder macht es anders. Und daher, ich würde davon abraten, weil der Effekt oftmals nicht erzielt wird. Es sei denn, man hat halt immer schön jedes Jahr 100.000 Gewinn aus dem Handel oder schöne dicke Dividendenerträge. Aber in der Praxis, zumindest meine Erfahrung, ist es halt leider nicht immer so positiv. Auch unter dieser Verlust oder unter der ja, Darstellung der Buchverluste. Und daher, da es auch noch einige rechtliche Unklarheiten gibt, was ist denn, wenn das Ding aufgelöst wird, wenn der atypische Stüller auf einmal nicht mehr da ist, wenn ich nicht mehr möchte, dass er da ist, was auch immer. Das sind Sachen, die sind meines Erachtens nicht bis zum Ende geklärt. Und diese Risiken kann ich nur abraten, sich die wegen einer Ersparnis, die eventuell sein kann, ja, ins Haus zu holen. Zumal es ja auch nicht 3.000 Euro Ersparnis ist, weil der Steuerberater wird ja auch noch eine Rechnung stellen. Ja, genau. Also die Honorare sind um die 800 Euro pro Jahr. Also ist die Ersparnis, sage ich mal, ein Viertel schon mal geschmälert. Ja. Wie gesagt, also ich berate nicht dahingehend und habe eigentlich auch nicht wirklich gute Erfahrungen damit gemacht. Weil, jetzt kommt das nächste, jetzt wie viele atypische Stühle gibt es denn bei den Finanzämtern? Relativ wenige. Und ist, also, das ist jetzt nicht so der Standardfall. Und das hat natürlich so ein Geschmäckle, wenn jemand 250 Euro einkassiert, um 300.000 zu sparen. Das gucken sich die Finanzbeamten dann auch gerne mal genauer an, was der Hintergrund ist. Atypisch Still hat eigentlich einen ganz anderen Hintergrund, um zum Beispiel wichtige Mitarbeiter für ein Unternehmen einfach ja, zu binden und von den Gewinnen profitieren zu lassen. Und das wird hier in dem konkreten Fall als Steuersparmodell, sage ich mal, die Gesetzeslage ausgenutzt, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber versucht davon zu profitieren. Und das ist meine Erfahrung, da bekommt man gleich einen Stempel beim Finanzamt, wo ich jetzt keinen Bock hätte, mich deswegen rumstreiten zu müssen. Frank, aber die mit der atypisch Stillen kann ich nicht das Thema Auswanderung wegbügeln, oder? Nee, du Okay. hast ja die GmbH trotzdem noch, die gibt es Ja. ja nach wie vor noch. Also Ich muss nur dann die Gewinne anders verteilen. steuerlich zwei G Gesellschaften. Genau, du hast eine zusätzliche Personengesellschaft auf einmal. Genau, zusätzliche Steuererklärung, zusätzliche Bilanzen, zusätzliche E-Bilanzen. So, und wenn dann noch Grundstücke oder irgendwie andere Sachen mit im Boot sind, um Gottes Willen. Meine persönliche Meinung, Entschuldigung. Alles gut, die sollst du ja hier sagen. Luis, du hast ja eine GmbH, oder? Nein, habe ich nicht. Nein, Philipp? Nope. Mauro, auch nicht? Nein. Frank, du hast, glaube ich, eine über dem als Steuerberater. Darfst du das haben eigentlich? Eine GmbH, ja, Ja. natürlich, kein Problem. Aber ich habe halt das Berufsrecht noch, was zusätzlich zu dem normalen Steuerrecht für mich gilt. Und ich kann halt zum Beispiel nicht, was ich als sinnvoll erachte, eine Stiftung als Holding über meine GmbH packen. Das geht halt berufsrechtlich nicht. Eine atypische Stille
Kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich nehme halt meine Frau, die halt keine Steuerberaterin ist, obwohl sie Betriebswirtin ist, also denselben Abschluss wie ich, aber nicht den Berufstitel, dürfte sie sich halt nicht daran beteiligen, weil das Berufsrecht das verhindert. Aber ich würde eine atypische Stelle jetzt auch nicht machen, also nicht dafür. Also wir können ja auch sagen, wir wollten es bei mir machen, haben es dann sein gelassen. Haben wir auch Wir haben es gemerkt. gemacht und wir haben es wieder sauber abgewickelt. Ja. Und vielleicht noch als letztes, die ganzen atypischen Stellen, die ich von anderen Steuerberatern übernehme, von Mandanten, jeder Steuerberater macht es anders. Teilweise wirklich falsch. Falsch im Vergleich zur empfohlenen Vorgehensweise der DATEV, die gut ist, aber relativ komplex und umfangreich. Aber diese empfohlene Vorgehensweise ist halt so ein zeitlicher Umfang und die Idee ist relativ simpel. Ich habe halt einen Freibetrag in der Gewerbesteuer, aber ich muss es technisch, es ist halt ein deutsches technisches Problem, sehr komplex umsetzen. Und deswegen, ich glaube auch jeder, also das ist jetzt gar nicht böse gemeint den Kollegen, weil es halt so komplex ist und es gibt halt nicht eine einfache Anleitung, wird es halt anders gemacht und die Finanzverwaltung, ich spreche ja dann immer, wie bekommen wir das sauber hin? Ich will ja nicht unbedingt falsche Vorgehensweisen übernehmen, sondern eigentlich schon die richtige. Das, ja, führt immer zu Problemen. Und deswegen, ich rate davon wirklich ab. Nicht um Steuern zu sparen. Okay, dann danke dir dafür deine Einschätzung. Dann machen wir mal wieder eine Aktienfrage. Da kommen da Philipp und Louis auf jeden Fall ins Spiel. Welche REITs sind aktuell interessant? Louis, ich übergebe. Ich genau dazu jüngst einen Podcast gemacht mit dem Anton, da haben wir uns nämlich genau der Frage gewidmet, also zumindest Kriterien, auf die man als Anleger achten kann, um hier die Spreu vom Weizen zu unterscheiden. Und insbesondere das Jahr 2022 mit der scharfen Zinswende war ja doch so ein Damoklesschwert über den Bilanzen vieler Unternehmen, insbesondere die Unternehmen, die traditionell mit vergleichsweise viel Fremdkapital arbeiten, dementsprechend viel in der Regel Anlagevermögen haben. Und da zählen ja diese Immobiliengesellschaften dazu. Und da hat sich eben gezeigt, dass die Unternehmen, die, was natürlich in den guten Zeiten ein bisschen aufs Ergebnis gedrückt hat, eine Finanzstruktur haben, die über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte sich erstreckt, was zum Beispiel die Finanzierungschargen angeht. Die haben jetzt natürlich, stehen jetzt natürlich relativ gut da im Vergleich zu solchen Unternehmen, die wirklich große Blöcke an Fremdkapital zu Niedrigstzinsen finanziert haben, aber jetzt, wo die Anschlussfinanzierung anstand, dementsprechend riesige Volumina nachfinanzieren müssen. Und dementsprechend vor Problemen stehen. Das heißt, das wäre so ein Kriterium, auf das ich auf jeden Fall achten würde. Muss man natürlich etwas tiefer in die Bilanz abtauchen. Und das Schöne ist aber, die im angelsächsischen Raum, die Bilanzen sind so geschrieben, dass man auch mit bescheidenen Englischkenntnissen sich das erschließen kann. Und im Anhang zur Bilanz findet man dann unter den Liabilities dann Aufschlüsselung, wie diese Finanzierungsstruktur ist, also wann werden welche Schulden fällig. Ja, das ist mal so ein Kriterium, was man sich mal anschauen kann, finde ich persönlich gut. Und da gibt es eben Gesellschaften, die das sehr gut gelöst haben, weil die eben teilweise bis ins Jahr, weiß nicht, 2049 durchfinanziert sind. Und jedes Jahr oder alle 2, 3 Jahre wird mal ein kleiner Teil davon fällig und muss nachfinanziert werden. Das kann man dann in der Regel locker stemmen. Ich hatte in dem Podcast vorgestellt als Positivbeispiel Mid American Apartments. Emma. Die haben noch den Vorteil, die sind in so einem ganz konservativen Bereich, eben Wohnimmobilien, ganz schnöde, erstrecken sich einmal quer durch die USA in der südlichen Hälfte von der Ost- zur Westküste, sind, glaube ich, der größte private Wohnungsbesitzer in den USA mit über 100.000 Einheiten. Und die haben eben genauso eine Finanzierungsstruktur. Das ist so im Wohnbereich. Im Gewerbebereich, selbst da gibt es auch durchaus Positivbeispiele. Eins davon ist NNN. Da sieht die Lage ähnlich aus. Und zudem sind die, jetzt habe ich gesagt, die sind ausschließlich im Gewerbeimmobilienbereich unterwegs.
aber hier eben nicht so diese Sachen Einzelhandel oder Einkaufszentren, sondern die haben sich so spezialisiert auf, ja, ich sag mal so Alltagsgewerbeimmobilien. Was meine ich damit? Die haben beispielsweise ganz viele Supermarktketten, an die die vermieten, Tankstellen, Werkstätten, Waschsalons, ja, also alles, was so in den Alltag da eher kleinteilig so integriert ist. Ja, deswegen haben wir auch eine ganz, ganz geringe Leerstandsquote. Und das wäre so im Gewerbebereich ein Positivbeispiel. Die andere Kennzahl, auf die gut traditionell immer achten würde, ist natürlich die Verschuldungsquote, die sagt oder die darüber Auskunft, wenn ich mal so einen finanziellen Impact habe, wie gut kann ich den abpuffern? Und die beiden eben genannten Gesellschaften sind das Beispiel dafür, für eine eher konservative Aufnahme vom Fremdkapital, ich meine jeweils so um die 50%, also mit einer 50%igen Eigenkapitalausstattung, da ist man in dem Bereich ganz gut aufgestellt, zumal wenn der Cashflow berechenbar reinkommt, weil eben die Immobilien, das wäre eben der dritte Faktor, eben gucken, wo kommt das Geld her und wie sicher gestützt ist das Ganze. Ja. Und ich glaube, als viertes Kriterium hatte ich auch noch erwähnt, die Managementqualität. Und das fand ich auch ganz interessant, weil ein Wert beispielsweise, wo ich selber auch reingetappt bin, das war Medical Properties, eigentlich auch ein schönes Geschäftsmodell, ne, mit den Krankenhäusern. Der Philipp lacht schon. Ja, aber ein Warnsignal, das habe ich auch selber übersehen, war tatsächlich der häufige Managementwechsel und der im Vorfeld gelaufen ist vor dem Kursabsturz. Also da war wirklich jedes Jahr im Prinzip in der Führungsetage, in der obersten Führungsetage, Positionen, die ausgewechselt worden sind. Und das ist jetzt auch so ein Punkt, auf den ich bei Einzelwerten eben achte. Lässt sich ja mittlerweile auch relativ leicht herausfinden über eine entsprechende, dafür ist so eine künstliche Intelligenz zum Beispiel gut, einfach mal sagen, hier in den letzten 10 Jahren bei dem und dem Wert, was hat sich denn da in der obersten Führungsriege getan? Dann kriegt man es rausgespuckt und wenn das sehr viele Wechsel sind, dann würde ich halt auch die Finger davon lassen und zum Beispiel Mid-American Apartments ist so ein Gegenbeispiel dafür. Da ist der aktuelle Vorstandsvorsitzende seit 2001, meine ich, im Unternehmen, sein Stellvertreter seit 2002. Und das birgt dann, oder ja, zumindest oder spricht zumindest für eine gewisse Kontinuität. Wie alt sind die? Ja, sind mal Nein, gut alles gut. Alter. Alles gut. Alles gut. Jünger als der US-Präsident wahrscheinlich, ne? Jünger als der US-Präsident, ja, das auf jeden Ja. Fall, ja. Habt ihr Ja, die irgendwas Videos um. gesehen von dem? Mit Kopfschütteln. Also, ich will ja auch nichts sagen, aber einmal hat er sich, sorry, aber glaube ich, in die Hose gemacht. Also, es wurde ja gemunkelt, als er dann da stande. Also. Echt erschreckend. Ich bin mal gespannt, ob der noch bis November dranbleibt. Durchhält. Ja. Aber dann will er Wahnsinn. nochmal 4 Jahre. Das wäre ja schon der Hammer. Naja, das ist eine andere Geschichte. So, Philipp, hast du noch ein paar Reads? Ich finde es so erstaunlich, also ich kann da Luis nur beipflichten auf die Kriterien. Auch von der Prio her schaue ich tatsächlich auch grundsätzlich. Ich hätte es tatsächlich auch erstmal gesagt, so grundsätzlich Sektor Residential REITs ist insofern spannend, weil die halt viele REITs aus diesem Sektor auf die Verschuldung schon vor dem hohen Zinsanstieg geachtet haben und halt quasi sich in Anführungszeichen günstige Zinsen eingeloggt haben oder sagen wir mal so, wenn sie sich jetzt refinanzieren müssten, kommt da jetzt nicht mehr so viele Zinskosten on top. Und meistens haben sie das halt langfristig gemacht, wie Louis gesagt hatte. Ich finde Sun Communities ganz spannend aktuell. Das ist auch Residential REITs. Die haben sich aber eher so auf diese Manufactured Housing und so diese Trailer Parks und Marinas und sowas fokussiert. Also eher so ein bisschen günstiger in Anführungszeichen für die von der Miete her auch und es ist meistens auch ein bisschen abseits. Und da gibt es halt, ja, der Andrang ist halt groß danach. Ne? Einmal werden die Leute in den USA auch älter, also viel, viel mehr Senioren und wir sind jetzt durch den Zinsanstieg auch in einem Zeitfenster, das wahrscheinlich noch bis 2030 oder so gehen wird, wo Mieten einfach günstiger ist als, ja, als ein Haus kaufen. Das kann sich ja mit 7% Mortgage Rates oder sowas fast niemand mehr leisten oder dann mit maximaler Verschuldung sozusagen. Genau, und die
die machen sich ganz gut. Das ist so innerhalb dieses Sektors, glaube ich, dividendenrenditemäßig nicht so hoch, aber die haben ein schönes Wachstum, auch niedrige Payout-Ratios. Das ist auch noch was, wo ich noch erwähnen wollte. Es gibt halt bei den REITs generell, muss man halt immer gucken, ne? Können sie das auch ausschütten, ne? Gerade die Kandidaten, die eine hohe Dividendenrendite haben, Medical Properties Trust wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel, können die sich diese Ausschüttung, wie lange können sie die sich noch leisten? Die hat ja schon einen Cut und da muss man halt immer schauen, wie entwickelt sich das Geschäft denn so weiter. Und bei manchen ist halt das Payout-Ratio halt dann schon deutlich über 90, wenn nicht sogar schon deutlich über 100. Und Cuts stehen halt bevor. Ja, genau. Louis oder Philipp investiert ja auch in Mortgage REITs, also Hypotheken REITs. Über eine Sammelanlage. Also einzelne sind ja dazu heiß, aber es gibt ja entsprechende ETFs. Klammer auf. Für Anleger mit Sitz, Wohnsitz in der Europäischen Union nicht ohne weiteres beziehbar, Klammer zu. Außer über CapTrader beispielsweise per Option andienbar. Das geht schon. Ja, aber ich den Sektor grundsätzlich schon interessant finde als Beimischung. Aber das ist tatsächlich so ein Sektor, da würde ich persönlich nicht in Einzelwerte investieren, weil da habe ich das Problem, dass die von, sagen wir, vom Geschäftsmodell her auf dem sehr hohen Hebel setzen, sind ja letztendlich, man kann es ja sagen, so eine Art Spezialbanken oder Finanzinstitute, sind ja also keine Banken jetzt mit Einlagengeschäft, aber die haben eine bankenähnliche Funktion, was die Ausleihung betrifft. Deswegen haben die in der Regel so Pi mal Daumen 10% Eigenkapital, was dann schon ganz gut ist. Und die sind natürlich sehr anfällig, was, sagen wir mal, so exogene Schocks angeht, wie so Zinsanstiege oder ähnliches. Da müsste man noch tiefer ins Detail gucken, sich noch besser auskennen, um da in Einzelwerte zu investieren. Da habe ich auch irgendwo keine Lust drauf. Und dann packt man die alle in den Korb und dann ist in Ordnung. Da wird man sicherlich das eine oder andere faule Ei dabei haben. Auf der anderen Seite gibt es auch viele, die das Geschäftsmodell seit beispielsweise in den 80er Jahren schon sehr erfolgreich managen und selbst so Großkatastrophen wie die Immobilienkrise im Vorfeld der Lehman-Pleite gemeistert haben. Ne? Also das gibt es ja auch. Ich habe zwei kleine Positionen, aber auch sehr deutlich niedriger gewichtet als die ganz normalen Equity REITs. Ja, aber wie Louis sagt, da muss man oder sollte man, wenn man sich, selbst wenn man sich dafür interessiert, tatsächlich noch mal ein bisschen mehr ins Detail schauen als bei regulären REITs. Was halt da noch vielleicht interessant ist, aber gerade für Einkommensinvestoren, die Preferred Shares oder Baby Bonds oder sonstige Sachen, die es dann noch gibt, irgendwie die sind dann hier und da mal gibt es dann so Situationen, wo die ganz interessant sein können, wo es halt Anomalien gibt. Ja. Hat Mr. Tech Mauro sowas Langweiliges Nein, wie tatsächlich Reads? nicht. Ja, also durchaus mal ganz spannend immer natürlich mal so Webinare vom Luis auch verfolgt. Ja, aber tatsächlich konnte ich mich nicht dazu durchringen, tatsächlich selber welche reinzulegen. Ja. Wenn du dann deine NVDA-Gewinne gemacht hast, realisiert hast, oder? Dann Dann kannst du. werde ich mal darüber nachdenken, tatsächlich. Ja. Also die Frage wurde mir auch noch gestellt, ich habe es jetzt nicht gestellt, mit einem Zwinkersmiley, derjenige hat es schon ironisch gemeint, ob man NVDA nicht besprechen könnte, die sind ja 90% gefallen, hahaha. Also Split, ne, für alle. Gut, dann habe ich noch eine letzte Steuerfrage. Frank, zahlt eine Trading GmbH IHK-Beiträge? Das finde ich immer so geil. Ich glaube, da draußen ist immer noch nicht bewusst, dass eine Trading GmbH eine stinknormale GmbH ist, juristisch gesehen. Genau, Also. deswegen habe ich gerade überlegt. Natürlich. Also jede GmbH zahlt IHK-Beiträge. Und ich zum Beispiel, ja, du auch. Weil auf Kraftrechtsform werden ja gewerbliche Einkünfte erzielt. Und dementsprechend bist du Pflichtmitglied in der IHK. Und weil so schön ist in Deutschland, ich zahle zum Beispiel auch nochmal in der Steuerberaterkammer Beiträge, weil das Berufsrecht halt nochmal übereinsteht. Ja, es ist so. Trading GmbH zahlt Und ich auch glaube, IHK-Beiträge. das haben wir mal vom Vermögensmagazin geschrieben, da gibt es, glaube ich, auch ein Urteil von dem Bundes, was ist ein Verwaltungsgericht oder sowas. Das ist ja, Bundesfinanzhof.
Ich glaube, es war Verwaltungsgericht sogar, aber keine Ahnung, wo es er nochmal reingeschrieben hat. Ja, irgendwie auch ein GmbH, was nur den Zweck des eigenen Vermögensverwaltung hat, ist halt auch IHK-pflichtig. Ist ja wie mit der Genau. Gewerbesteuer. Genau. Du Also. bist Pflichtmitglied. Fertig, genau. Ja. Du profitierst ja auch von den Segnungen, den zahlreichen der IHK. Ja, Aber. genau, die haben ja auch großes Angebot. Also, ich möchte jetzt keine Lanze brechen, aber ich glaube zum Beispiel erste juristische Beratung im, naja, meist operativen Bereich bekommt man über die IHK auch ganz gut. Habe ich noch nie in Anspruch genommen, aber soll es wohl geben. So, sicherlich auch unterschiedlich von IHK zu IHK. Genauso unterschiedlich wie die Beiträge sind. Also, aber du bist halt Pflichtmitglied. Das ist die, ja, Antwort, die es darauf gibt, auf deine Frage. Und man kriegt einmal pro Monat ein wunderschönes Magazin. Also ich kriege das Kannst du zumindest. Ich krieg's abbestellen. auch viermal, während vier GmbHs. Also ja. Gut. Da habe ich noch kurz eine letzte Frage dir. Die geht wahrscheinlich eher auch an Philipp und Louis. Mit Philipp habe ich drüber gesprochen. Geht Walgreens pleite? Also, wer es nicht kennt, einfach mal WBA eingeben und den Aktienchart anschauen. Das sieht nämlich ganz duster aus, Philipp. Was ist deine Einschätzung? Ja, ausschließen kann man nichts, ne? Das ist immer so eine Sache, aber ich glaube es halt eigentlich nicht. Die haben viele Probleme, von Management über Verschuldung, über das Geschäftsmodell, das halt disruptiert wird von Amazon, von den, keine Ahnung, den Gesetzen dort in den USA, weil jeder einfach in den Laden reingehen kann und das halbe Inventar mitnehmen kann, ohne aufgehalten zu werden. Ja, es sind viele Probleme tatsächlich, und es ist nicht überraschend, dass der Kurs sich im Niedergang befindet. Aber also pleite, da muss noch ein bisschen was passieren, würde ich mal sagen. Luis, hast du die mal angeschaut, CVS und WBA? Ich habe mir die nicht nur angeschaut, ich hatte die sogar im Bestand. Ich habe mich allerdings rechtzeitig getrennt. Und das war auch aufgrund einer Erkenntnis, die auch ein etwas tieferes Eintauchen in die Bilanz erfordert. Und zwar, was sehr interessant ist bei dem Wert, das hatte ich auch mal an anderer Stelle erwähnt, ist, wenn wir hier mal aufdröseln, das Anlagevermögen, dann stellen wir fest, dass hier der sogenannte Goodwill sehr hoch bewertet war. Was ist der Goodwill? Der Goodwill, Frank kann mich gerne korrigieren, das ist letztendlich, wenn du eine Firma übernimmst und einen Kaufpreis dafür entrichtest, der höher ist als jetzt der eigentliche Substanzwert der Firma oder der Marktwert der Firma. Ja, ist ja der Klassiker, wenn ich eine Aktiengesellschaft übernehme, bezahle ich einen Aufschlag in der Regel, ja, auf den aktuellen Kurs. Und diese Differenz, die verbuche ich in meiner Bilanz als Goodwill. Ja, ne, weil das ja nicht ein materieller Wert ist, den ich irgendwo anders festmachen kann. In den Goodwill packe ich aber auch andere ideelle Werte. Beispielsweise, wenn ich eine Software im Unternehmen entwickle, ja, dann kann ich die auch zum Teil eben als Goodwill bilanzieren, oder, weiß ich, oder bestimmte Rechte oder auch Patente und ähnliche Geschichten. Das Problem ist, dass ich damit eine Position geschaffen habe, deren Bewertung dadurch, weil es eben keine objektiven Kriterien gibt, ja, wie hoch ist ein Preisaufschlag gerechtfertigt auf ein Unternehmen, was ich übernehme? Kann ja keiner sagen. Offensichtlich das, was ich bezahlt habe. Aber ob das in einem Monat, einem Jahr auch noch so ist, weiß man nicht. Und dadurch habe ich natürlich eine gewisse Manipulation. Ich glaube, also nach deutschem Recht ist es so, muss ich diesen Goodwill abschreiben über die Zeit, nach internationalem Recht und nach US-Recht aber nicht. So, und da habe ich natürlich so eine gewisse fluide Größe, die ich anpassen kann. Und wenn man diesen Goodwill mal in Relation, also erstmal guckt, wie ist der verlaufen über die letzten Jahre. Kann man auch sehr schön nachvollziehen. Und bei Walgreen war es eben durch Übernahmen sprunghaft immer weiter hoch, 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 dieser Goodwill. Und gleichzeitig den mal in Relation setze zu meinem Eigenkapital und dann feststelle, dass, ich weiß nicht, ob es bei Walgreens so war, aber zumindest war es irgendwie in der Nähe, dass der Goodwill und Eigenkapital schon fast gleich hoch waren oder sogar drüber war, der Goodwill. Das heißt also, diese letztendlich heiße Luft, die ich habe, in der Bilanz übersteigt den Wert meines Eigenkapitals, dann ist das schon ein Alarmzeichen meines Erachtens höchster Güte. Da gibt es so ein paar Gesellschaften, die, nachdem das passiert ist, angefangen haben, im Kurs zu bröckeln. Ja, Verizon Communications war zum Beispiel so ein anderes Unternehmen.
Ne? Und von daher würde ich immer ab dem Moment, wo also zumindest mal der Goodwill 50% des, naja, 30 bis 50% des Eigenkapitals ausmacht, da würde ich schon mal genauer hingucken und überlegen, ob ich mir dann so einen Titel reinlege, weil diese plötzlichen Kursabschläge oder Verfälle können den Grund haben, wenn das eben ausreichend Leute entdeckt haben, gesagt haben, Augenblick mal, vielleicht ist der Goodwill ja doch nicht gerechtfertigt bepreist. Und dann gibt es natürlich schlagartig einen Preisabschlag, weil ich dann nicht mehr bereit bin, den hohen Aktienkurs zu bezahlen. Bank bist du im US-Steuerrecht, was Goodwill angeht. Mir reicht das Deutsche. Das Ja. ist für mich schon kompliziert genug. Aber es ist ja nicht irgendwie das, was Impairment-Test hatte ich im Studium. Ne, da wurde ja dann irgendwie vorgenommen. Da gibt es irgendwie drei Fälle oder sowas, das weiß ich noch. Hatte ich mal im Studium und dann wird dann halt der Kunde am Ende raus, ob der Goodwill noch 100 Millionen ist oder nicht. Ja. Ich glaube, Kraft Heinz ging es auch mal am Anfang so, dass die auf die Marke extreme Abschreibungen hatten und war es nicht bei Batz auch noch vor kurzem? Die haben darauf irgendwas Ja, mal eine Abschreibung vorgenommen. 20 Ja. Milliarden. Ja, haben die. Ja, gut. Aber Aber da kann man da. natürlich auch sagen, das ist auch ein gutes Beispiel, weil wenn du natürlich eine große Marke hast, ne, wie Coca-Cola, die haben natürlich auch riesen Goodwill in der Bilanz stehen, da kann ich auch sagen, es ist natürlich ein Stück weit gerechtfertigt, weil der Markenname an sich halt auch so wertvoll ist. Ne? Genauso wie eine Tabakmarke Lucky Strike. Ja, aber richtig, Batz hat dann eine Korrektur drauf vorgenommen. Schlappe 20 Milliarden und ja. Was aber auch wiederum das Positive ist, die Abschreibung existiert ja nur bilanziell. Das ist ja jetzt nicht, dass die 20 Millionen irgendjemand überweisen, 20 Milliarden überweisen müssen. Also es ist auch immer, du kannst es so pushen, aber andererseits, gut, wenn sie eine Abschreibung machen, Cashflow bleibt ja auch im Euro genau gleich. Also es ist halt schon auch viel linke Tasche, rechte Tasche. Jo. Gut. Soweit sind wir durch. Ich glaube, wir sind auch wieder Richtung eine Stunde unterwegs. Dann danke ich an allen, Luis, Philipp, Mauro, Frank, für die Teilnahme. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Daumen oben da. Ihr findet Philipp, Luis, Mauro. Gut, Mauro findet man bei CapTrader, Frank und Co. Die ganzen Details alle. Oder Mauro, soll ich deine Handynummer angeben? Ja, sehr gerne. Ja, mach mal. 24 Stunden Hotline. Ja. Definitiv auch an Wochenenden und Feiertagen, ja. Nur dann, ja. Ja. Genau, also die verlinken alle die Handynummern von jedem und in diesem Sinne, passt auf euer Geld auf. Bis dann, ciao, ciao. 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 Tschüss.